es begab sich aber zu derselbigen Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und diese Schatzung war die Esel und geschah zu der Zeit, da Cyrilius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zu der Stadt David, die da heißet Bethlehem. Warum? Dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem Vertrauten Weibe, die war schwach. Ich will Königin, ich groß sei groß.
Sie es aber gesehen hatte,
Und forschete von ihnen, wo
Christus sollte geboren werden. Und sie sagten thank you.
Komm, lass mich auch kommen, fest an
Tisch und auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht. Und entweicht in Ägypten Nacht und blieb er da bis nach dem Tode Herodes. Auf das erfüllet würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf.
aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete sich dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Berge des galiläischen Landes und kam und wohnete in der Stadt, die da heißet Nazareth, auf das erfüllt würde, was da gesagt ist durch die Propheten. Ihr soll Nazarenus heißen. Aber das Kind wuchs und ward stark im Geist, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Seine Hände loben, schallen, denn sollen wir allen in seine Hände.